meisten Menschen fahren besser Auto als ich, ist kein deutscher Satz. Vielleicht habe ich recht, aber vielleicht auch nicht, ist kein deutscher Satz. Wenn das Flugzeug steht, werde ich noch sitzen bleiben. Ich muss wirklich nicht der Erste am Gepäckband sein. Das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Ich weiß nichts über die Abläufe bei der Deutschen Bahn. Wenn die mal zu spät sind, dann werden sie sicherlich einen Grund dafür haben. Das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Ich mag alle deutschen Dialekte generell, ist kein deutscher Satz. Besonders sächsisch, denn das klingt für mich so intellektuell, ist kein deutscher Satz. Auf die Zugfahrt werde ich keine harten Eier mitnehmen, der Gestank ist für die anderen Gäste unangenehm. Das ist kein deutscher Satz, nee, nee. Der Lärm vom Straßenfest stört mich, aber ich löse das elegant. Bevor ich die verklag und tausend Leuten den Spaß verderbe, fahre ich an dem Wochenende lieber aufs Land. Ich bin zwar Veganer, doch das sage ich nicht jedem, ist kein deutscher Satz. Ich bin kein Veganer, doch das sage ich nicht jedem, ist kein deutscher Satz. Schau dir die Frau da in dem Twingo an. Ich bin mir sicher, dass die wirklich sehr gut einparken kann. Das ist kein deutscher Satz, nee, nee. Ich brauche gerade kein neues Elektronikprodukt, ist kein deutscher Satz. Ich hab noch nie eine ganze Folge Tatort geguckt, ist kein deutscher Satz. Du hast einen Witz auf Kosten meiner Heimatstadt gemacht, doch der Witz war wirklich gut, drum habe ich trotzdem gelacht. Das ist kein deutscher Satz, ist kein deutscher Satz, nee, nee. Die Jacke ist richtig praktisch, weil man die Ärmel absippen kann. Doch leider sieht die Jacke einfach scheiße aus, da kann die noch so praktisch sein, ich zieh die sicher nicht an. Liebe Passagiere, dies ist das Ende unserer Fahrt. Dear passengers, the next stop is the last stop of our fart. Das ist ein deutscher Satz, das ist ein deutscher Satz, ja, ja. Dankeschön.